Mein Name ist Gerhard Weber, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Auerbach und zugleich Jugendtrainer unserer C-Jugend. Ich muss auch sagen, wie unser Verein geführt ist, es ist vorbildlich. Die binden alle ein, von den ganz Kleinen bis zum AH-Bereich. Über das Sportliche hinaus ist der gesellschaftliche Zusammenhalt im Ort und im Verein uns sehr, sehr wichtig. Und das streben wir weiterhin an. Wir haben selber einen Container immer für uns hergerichtet, für unsere Jugend immer. Da haben wir dann gewisse Trainingsutensilien nachgekauft. Insgesamt haben wir mit der JFG 81 Kinder, davon sind 30 in der JFG und der Rest ist dann verteilt auf die E- bis G-Jugend. Ich habe das Fußballspielen auch von der Pike auf gelernt in Auerbach. Wir sind in der Jugend mit der JFG Oetal Kickers zusammen, also mit Seebach, Schaufling und Hengersberg. Wir können den Sportverein Auerbach als gut geführter Verein präsentieren, weil wir mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga Straubing eine gute Rolle spielen. Ich bin der Platzwart vom SV Auerbach. Ich kümmere mich quasi hier um diese Platzpflege. Vielleicht klappt der Aufstieg auch in die Bezirksliga. Und so erst, dann soll ja der Platz Bezirksliga tauglich sein. Wir schauen schon immer zu. Wir haben uns einmal beim Fußball mit der ersten getroffen. Und da haben wir einfach mal so gesagt, hey, jetzt kauft man mal eine Fahne und winken wir einfach einmal, was da so rauskommt. Ja, jetzt hofft man halt das Beste, dass Auerbach noch gewinnt. Wir haben heute unseren Megaspieltag gehabt. Mich freut es, dass sich so viele Menschen für unseren Sportverein begeistern können. Wir haben heute über 500 Zuschauer da. Und ich möchte mich einfach bedanken bei den ganzen Ehrenamtlichen. Die muss immer da sein. Einfach Dankeschön. Ihr seid die Besten.